Hey ho und willkommen zu einem neuen Moveset-Video. Dieses Mal geht es um das Tarnkünstler-Pokémon Katapultra. Wenn wir uns die Base-Stats ansehen, fällt einem zuerst der Initiativwert von 142 auf, mit dem es von nur wenigen Pokémon wie zum Beispiel Ninjas oder Hydreigel outspeedet wird. Die offensiven Werte mit 120 Angriff bzw. 100 Spezialangriff sind ebenfalls sehr gut und man kann Katapultra auch auf beide Weisen spielen. Die KP und defensiven Werte sind nicht allzu hoch, dennoch kann es den ein oder anderen Treffer überleben. Die Typenkombination Drache und Geist erlaubt es Katapultra, jedes gegnerische Pokémon immer mindestens neutral mit einer Step-Attacke zu treffen. Es ist immun gegenüber Normal- und Kampfattacken, hat Resistenzen gegenüber Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Gift und Käfer und Schwächen gegenüber Eis, Geist, Drache, Unlicht und Fee. Bei den Fähigkeiten hat man die Auswahl zwischen dem Neutraltorso, der die Senkung der Statuswerte von Katapultra verhindert. Eine andere Möglichkeit wäre Schwebedurch, hierbei ignoriert man gegnerische Schilde, wie zum Beispiel Reflektor und Lichtschild, jedoch ist Schutzschild davon nicht betroffen. Die dritte Fähigkeit ist noch Tastfluch, hier wird mit 30%iger Wahrscheinlichkeit Schadenattacken vom Gegner geblockt, wenn diese Katapultra treffen, das heißt, der Gegner kann sie für 3 Runden nicht mehr einsetzen. So, und dann geht es auch direkt weiter zu den Movesets. Als erstes schauen wir uns ein klassisches Sweeper-Set mit physischen Angriffen an. Man nimmt den Neutraltorso mit, sowie ein frohes Wesen, um den guten Initiativwert weiter zu pushen. Alternativ kann man auch über ein hartes Wesen nachdenken, wenn man mehr Schaden zur Verfügung haben möchte. Die EV-Verteilungen sind recht einfach gestrickt, 252 auf Angriff und Initiative und 4 in der Verteidigung. Als Item bedient man sich am Lebenorb oder dem Wahlband, aber man kann auch mit Schwächeschutz spielen. Und bei den Attacken hat man zur Auswahl die Drachenpfeile, Phantomkraft, Starflügel und Schutzschild. Man kann aber die letzteren 2 Attacken auch mit Kehrtwende, Drachentanz oder Psychobeißer austauschen. Und bei diesem Set ist Katapultra eine sehr schnelle Glaskanone, die den Job als Sweeper perfekt erledigen kann. Vom Prinzip her ähnlich ist das zweite Set in der speziellen Variante. Hierbei hat man nun ein scheues oder mäßiges Wesen dabei. Die 252 EV werden jetzt in Spezialangriff anstatt Angriff gesteckt und bei den Items hat man auch nun die Wahlbrille anstelle des Wahlbands. Bei den Attacken hat man nun Drachenpuls, Flammenwurf, Spukball und Schutzschild zur Verfügung, kann diese aber auch mit Dracometeor, Feuersturm oder Donnerblitz austauschen. Dieses Set ist die spezielle Variante der Glaskanone, die mit Feuer- und oder Elektroattacken eine bessere Abdeckung bietet. Als nächstes kommen wir noch zu 2 eher spezielleren Sets. Zum einen, wie ich es so schön nenne, ein Verstümmelungs-Support-Set. Da nimmt man die Fähigkeit Schwebedurch mit, damit man die Attacken auf jeden Fall durchbringen kann und nicht durch zum Beispiel Weißnebel geblockt wird. Je nach Art der Schadensattacke, die man mitnehmen möchte, benötigt man ein scheues oder frohes Wesen. Und der Hintergrund ist einfach der, dass die Initiative maximiert wird. Und die EVs sind hierbei jetzt auf 252 Initiative, aber auch auf den KP, weil der Damage ist nur zweitrangig. Und die letzten Punkte kann man in die Verteidigung oder auch in den Damage stecken. Das ist euch überlassen. Vorrangig nimmt man einen Fokusgurt als Item mit, damit man auf jeden Fall eine zweite Attacke durchbringen kann. Aber auch der Lebensorb ist immer wieder eine gute Möglichkeit, weil die offensiven Basewerte immer noch sehr hoch sind. Die Attacken, die man mitnehmen will, sind auf jeden Fall Donnerwelle und Irrlicht. Schutzschild bietet sich auch an, wenn man eine Attacke einfach wieder negieren möchte. Und als Damage-Attacke bietet sich Bürde sehr stark an, weil es eine Step-Attacke ist und der Schaden verdoppelt wird, wenn der Gegner unter einem Statusproblem leidet. Alternativ kann man aber auch wieder mit den Drachenpfeilen spielen oder statt Schutzschild Delegator mitnehmen. Und der Vorteil bei dem Set ist, dass Katapultra sehr schnell ist, eine passende Fähigkeit mitbringt und daher recht sicher paralysieren und oder verbrennen kann und zudem noch über sehr guten Schaden verfügt. Das letzte Set, das ich euch vorstellen möchte, ist noch ein weiteres Support-Set, das auf eigene Schilde setzt. Hierbei sind Fähigkeiten, Wesen und EVs wieder gleich, das Item, das man dieses Mal benutzt, ist aber der Lichtlehm. Die Hauptattacken sind Reflektor und Lichtschild. Und die letzten 2 Slots kann man noch mit Irrlicht oder Donnerwelle auffüllen, aber auch Bürde und Drachenpfeile sind etwas, worüber man nachdenken kann und ein Schutzschild geht natürlich auch immer. Und dieses Set ist mehr auf die Unterstützung des eigenen Teams aus, anstatt das gegnerische Team zu verstümmeln. Bei den Countern fallen vor allem Feen-Pokémon auf, unter anderem Mimikma und Togekiss, die Katapultra one-shotten können. Zum anderen kann auch Ulangar ohne Probleme eingewechselt werden, da es beiden Step-Angriffen widerstehen kann. Und im Gegenzug kann es dann auch Katapultra verstümmeln oder sogar besiegen. Ansonsten muss man sich noch vor Despotar in Acht nehmen, da es genug Bulk mitbringt, um zu überleben und im Gegenzug One-Hitten zu können.
Als Partner-Pokémon bieten sich zum einen generell Stahl-Pokémon an, da diese Feen-Pokémon countern können, unter anderem Stalobor, Tentantel oder Gramor. Zum anderen aber auch Togekiss, da es mit Spotlight Katapultra schützen kann und die Gefahr von anderen Drachen-Pokémon nimmt. Zudem kann man auch Rotom in der Waschmaschinen- oder Hitzeform mitnehmen, da sie mit zum Beispiel Donnerwelle oder Irrlicht gut absetzen können und Katapultra mit Voltwechsel safe reinbringen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Katapultra ein sehr variables Pokémon ist, das verschiedene Jobs sehr gut ausführen kann. Am besten ist es jedoch in der Rolle eines Sweepers und passt daher in fast jedes Team, egal ob noch physischer oder spezieller Schaden benötigt wird. So, und dann schreib mir gerne in die Kommentare, welches Pokémon du als nächstes sehen möchtest. Auf der rechten Seite gelangst du noch zu weiteren Videos von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, ciao!